Alles klar! Aber wichtig ist der Kräutersammler erstmal. Nebenbei Eisenmine ausbauen. Ist auch keine schlechte Idee. Den Weber ausbauen. Und die Bäckerei. Getreidefarm und den Schäfer ausbauen jeweils. Kirche ausbauen. Und da habe ich gerade Ressourcen verschwendet. Komm, reiß die Holzfällerhütte ab. Ist mir jetzt auch egal. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, das heißt, wir können hier dann Kräutersammler errichten. Jetzt nämlich. Können wir mal gucken, wie machen wir das hier am besten zu. Bisschen näher machen. Ja, können wir. Sieht zwar immer noch ein bisschen komisch aus. Außer wir können das hier ein bisschen anders machen. Machen wir es so. Gut. Damit haben wir die Seite schon mal dicht gemacht. Müssen wir als nächstes die Seite dann dicht machen. Und ja, auf der Seite kommt man dann sonst nicht hoch. Das ist gut. Alles klar! Schon unterwegs! Verstanden! Alles klar! So, Tor dann mal zum Hafen bringen. Was? Ein Verräter hat Westholm übernommen? Feindliche Truppen sind in der Stadt? Ich werde sofort mein Schiff losschicken, um eure Verbündeten zu informieren. Alles klar! Auf euren Befehl! Okay, das hier sieht nicht so aus, als ob wir von da aus da rüberkommen. Das heißt, wenn wir hier zu machen, ist... Verstanden! Auch hier erstmal dicht. Ja, jetzt sollten wir uns aber um... Also erstmal drum bemühen, den hier noch fertig auszubauen.
Also, Putzmittel. Besenmacher. Zweiter Besenmacher. Und von Anfang an gleich mal zwei Seifenmacher. Ja, also hier können sie noch reinmarschieren. Sofort! Jawohl! Was halt noch interessant wäre, wäre, was passiert, wenn wir Holz an die Siedlung schicken würden, an die alte. Also an die Ruinen dort. So, hier haben wir schon mal eine Sicherung. Also Steintor und alles. So, hier kommt dann unsere Militärproduktion hin. Also der Schwertschmied, die Schwert- und die Kaserne. Also die beiden Schmieden und die Kaserne. Und dann können wir da oben wahrscheinlich noch, wenn irgendwann die der Steinbruch tot ist, noch eine Belagerungswaffenwerkstatt hinbauen, wenn wir eine brauchen. Schon unterwegs! Gut, Thordal kann jetzt den nächsten Rang erreichen. Sollten wir auch gleich machen. Sollten vielleicht vorher einen Quicksave machen, nicht dass wir dadurch Angriffe triggern. Habe ich allerdings nicht mehr so in Erinnerung. Soweit ich weiß, war die Mission noch Westholm recht ruhig, die zweite. Hört meinen Vorschlag. Ich stehe euch zur Seite und ihr belohnt mich mit einem Titel. Ja, machen wir ja auch total. Ach ja, und neben dem zweiten Metzger wollte ich auch noch einen Gerber haben. Mein neuer Titel ist einer Heldensage würdig. Jawohl! Die Zeit ist gekommen, die anderen Ritter zu befreien. Ich muss einen Dieb in die Burg der königlichen Stadt schicken und herausfinden, wo sie eingesperrt sind. Ja, erst einmal. Auf euren Befehl! Das geht ja super von hier aus. Jawohl! Hätte ich gern noch diese riesige Tier. Oh, kostet 500. Oh, ein bisschen Geld wird das sein. Jawohl! So. Auf euren Befehl! Weil hier kann ich dann auf jeden Fall noch zwei Jäger errichten.
Gegebenenfalls einen dritten, wenn ich noch einen dritten brauche. Und ja, hier ist genug Platz für Honiganbau. Beim Augenblick versorgt mich gerade mal ein Jäger. Und ich habe jetzt dann bald 6 Abnehmer für Tiere. Wir haben ein Territorium eingenommen. Achso, ich habe ja einen zweiten. Nicht stimmt, ich habe 2 Jäger. So, jetzt hätte ich gerne erstmal das Holz, das ich bräuchte. Um mal herauszufinden. Stimmt, kann ich eigentlich hier nicht eine Straße durchbauen? Doch, kann ich. Oh, ich habe hier ein Holzfeld, der noch nicht ganz ausgebaut ist. Nee, das ist doof. 2 sogar. Da wäre es erstmal wichtiger, die auszubauen. Ja, dann noch die beiden Territorien hier einnehmen. Dann habe ich auf jeden Fall genug Territorien. An die Eisenminen komme ich leider nicht. Das heißt, meine einzige Eisenmine im Augenblick ist die hier oben. Ein Karren wurde ausgesandt. Bleibt wachsam. Sofort. Also ja, ich bin da schon sehr gespannt, was ich davon habe, dass ich da jetzt so viel Holz hingeschickt habe. Eure loyalen Freunde aus den Wüsten Janubs sind hier, um an eurer Seite zu kämpfen. Hey! Wo? Ah, da kommen sie wahrscheinlich jetzt an. Ja, ich kann das an 3 Stellen machen. So, jetzt ist es aber erstmal wichtiger, noch dich auszubauen. Und dann fürs Militär zu sorgen. Was wir jetzt dann gleich können sollten. Ja. Also eine Schwertschmiede. Und ein Bogenmacher daneben. Die Kasernen passen dann da drüben hin, sobald wir noch mehr Holz haben. Okay, jetzt. Überschreibe ich so nicht die Straße? Ich glaube, so habe ich jetzt die Straße kaputt gemacht. Hier kann das sein. So.
Das ist jetzt eine bessere Straße. So, Schwertkämpferkaserne nochmal, bitte. Und jetzt bitte, bitte passt da noch daneben. Ne. War ja klar. Das Lagerhaus ist voll. Da sind wir ja gerade dabei, was dagegen zu unternehmen. Schwertkämpferkaserne.